Freunde, vor ein paar Tagen war ich ja wandern. Ich hoffe, ihr habt den Vlog euch angeschaut. Und da habe ich noch ein Video erstellt, und zwar, wie man am Telefon, am iPhone Langzeitbelichtungen macht. Das war jetzt echt nicht geplant. Wir hatten zwar eine Funkstrecke dabei, aber jetzt nicht so die passende Ausrüstung, was so Linsen angeht. Und ich habe dann einfach nur einem Freund von mir gesagt, hier, dem René, komm, film mal ganz kurz. Und das Video will ich euch kurz zeigen, weil es ist wirklich, wirklich eine geile Funktion. Langzeitbelichtungen am Telefon. Ich kann es natürlich nur am iPhone erklären. Also wundert euch jetzt nicht, dass die Qualität hier nicht mega geil ist. Es ist kein klassisches Tutorial, es ist einfach nur so ein geilen Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben will. Und ich zeige euch auch gleich im Anschluss, bevor es losgeht, noch ein, zwei Bilder, dass ihr wisst, um was es geht. Und dann zeige ich euch, wie diese Bilder entstanden sind. Also richtig geil. Also heute einfach nur mal ein Kurztipp, Quicktipp für euer Handy. Probiert es einfach mal aus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Läuft es jetzt? Du kannst auch ein bisschen zoomen, ne? Mit ein bisschen näher rangehen. Geht es? Okay. Freunde, ich schiebe mal ganz kurz ein Video zwischen rein. Ein kleines Tutorial, ein richtig geiles. Sorry wegen den Hintergrundgeräuschen. Wir sind an einem brutalen Wasserfall, der gerade mal so hoch ist. Aber ich will euch mal zeigen, wie ihr am Handy Langzeitbelichtungen machen könnt, weil das wissen viele gar nicht. Und das ist der absolute Oberhammer. Also ich kann es nur am iPhone erklären, ne? Das ist klar. Und zwar geht ihr auf die Fotofunktion. Und wenn ihr in der Fotofunktion nach oben wischt, okay, auf dem Display, könnt ihr hier unten das Format ändern auf 16 zu 9. Das wissen schon mal viele nicht. Jetzt gehe ich auf die Weitwinkellinse und schaue noch, dass links oben die Live-Funktion aktiviert ist, ne? Das ist die Live-Funktion, seht ihr da oben. Und jetzt passt mal auf. Ich mache jetzt als erstes mal ein Bild und dann zeige ich euch nochmal. Pass auf. Wasserfeste Tour läuft. So, pass auf, jetzt habe ich das Bild gemacht. Und wenn wir jetzt hier in die Fotofunktion gehen, können wir hier in der Live-Funktion wieder nach oben wischen. Das wissen viele auch nicht. Und jetzt geht man hier auf Langzeitbelichtung. Wow! Wow! Und jetzt haben wir ein geiles Langzeitbelichtungsbild. So. Und was ich dann meistens noch mache, ich gehe dann meistens noch in Lightroom rein. Da ist ja das Bild. Paar Presets drüber, paar Looks drüber und dann ist es nachher von 2 Minuten ungefähr und dann kann man Langzeitbelichtungen machen. Bessere Langzeitbelichtungen als zum Beispiel, wenn der René jetzt mit der professionellen Kamera das freihändig probiert. Haben wir gerade probiert, René, gell? Und hat es geklappt? Wegen dieser scheiß Belichtungszeit, ne? Und wir haben ja taghell. Also Freunde, ich wollte einfach mal ganz kurz einen Fototipp dazwischen schieben. Weil ja auch hier auf dem Account viele Nicht-Fotografen sind, damit beeindruckt ihr andere Leute. Ihr braucht nur einen klitzekleinen Bach oder einen Wasserfall und das Ding geht durch die Decke. Also in dem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis morgen.